Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live. Mein Name ist Julia Zieger, ich bin heute euer Host und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuesten Ausgabe vom Adobe Buchclub. Für alle lieben Leute, die den Livestream gerade auf YouTube verfolgen, kommt rüber zu behance.net/live. Da ist ein großer Button, da steht drauf Adobe Live auf Deutsch. Da ist der coole Chat, in dem gerade über Schneeschippen gesprochen wird. Da könnt ihr eure Fragen stellen, da lesen wir eure Interaktionen. Und ich sag mal Hallo an alle, die schon da sind. Ich sehe die Katrin, hallo, da ist Wavy, guten Morgen. Andreas ist da, Via Lucia ist wieder da. Und die Silvi Brand, lange nicht gesehen, hat auch der Tim erwähnt. Hallo Helmut, hallo Tim. Moin, moin. Ja, wie gesagt, es ist der 1. Dezember. Es hat in einigen Teilen des Landes bereits geschneit. Wahnsinn. Aufs Schneeschnippen, genau, sagt Katrin, sind wir nicht neidisch, aber auf den Schnee, bei mir ist noch nichts. Ich hoffe, bei euch vielleicht ein bisschen. Und eins hat ja, eine gute Sache hat ja der Lockdown, wir bleiben zu Hause und es gibt weniger Verkehrsunfälle, oder? Und ich hoffe, ihr hattet alle einen ganz tollen ersten Advent. Der war nämlich am Sonntag. Und wir starten hier ganz festlich in die neue Runde vom Buchclub. Und ich habe auch was Schönes für euch vorbereitet. Ich habe heute zwei Cover für euch, weil ich ja letzte Woche krank war. Da haben wir das ausfallen lassen. Heute gibt es quasi einen Doppelpack für euch. Ich habe zwei Cover. Und dass ja der Dezember gerade angefangen hat, fangen wir ganz festlich an. Und wir machen ein paar wunderbare, ganz berühmte Klassiker der Winter-Weihnachtsgeschichte, Klassiker der Literatur. Und da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Tim, what's up? Und zwar habe ich gedacht, die besten Sachen, die man eigentlich also kennt, ist zum Beispiel Kevin allein zu Hause von Friedrich Nietzsche oder der Grinch von Edgar Allan Poe. Wer kennt ihn nicht? Klassiker hat jedes Kind gelesen. Frosty der Schneemann von Johann Wolfgang von Goethe. Einer meiner Lieblingsbücher, Rudolf das Rentier von Umberto Eco. Oder Versprochen ist versprochen von Jane Austen. Ganz zum Schluss, but not least, Die Geister, die ich rief von Franz Kafka. Ihr seht, wo ich damit hin will. Ich habe was Lustiges für euch vorbereitet. Und zwar fangen wir heute an mit einem Cover eines meiner Lieblingsfilme im Winter. Und zu Weihnachten ist Stirb langsam. Und wir machen heute das Cover von Stirb langsam von Charles Dickens. Hätte Charles Dickens Stirb langsam geschrieben? Das ist heute die Idee. Und ich habe hier schon einen Sketch vorbereitet. Wir machen das heute alles wieder in Adobe Illustrator auf dem iPad. Und ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, wie fängt man so ein Cover an. Alles, was ich getan habe, war, mich mit meinem lustigen Zettel hinzusetzen, den Trailer von Stirb langsam zu schauen und mir das alles nochmal ins Gedächtnis zu rufen und mir aufzuschreiben, was ich da alles sehe und was lustige, coole Ideen für ein Cover sein würden. Und hätte Charles Dickens Stirb langsam geschrieben, glaube ich, würde das Cover genau so aussehen. Es soll ein bisschen festlich rüberkommen. Ich habe mir auch schon meine Color Palette festgelegt und was habe ich mir da aufgeschrieben? Elemente, die ich gerne in meinem Cover hätte zu Stirb langsam. Hochhaus, Weihnachtsbaum, Dollar, denn es geht ja auch um Geld. Maschinenpistolen, das Hemd von John McClane, denn ihr wisst ja, ihr kennt die Geschichte, John McClane will Weihnachten retten. Blut ist ganz wichtig, Blutflecken überall. Helikopter, Walkie-Talkie und der Spruch, Yippie-Yay, Schweinebacke ist natürlich auch mit dabei. Fahrstuhl, C4, Explosion, Flammenwerfer, das ist alles auf meinem Zettel. Das hier ist mein Sketch. Ihr seht, im Hintergrund habe ich schon mein Hochhaus. Und zwar habe ich hier, wartet mal, ich blende meinen Sketch mal eben aus. Hier ist mein Hintergrund. Schönes, dunkles, festliches Blau. Dann kommt hier mein Hochhaus im Hintergrund. Und vor dem Hochhaus ist das Hemd von John McClane zu sehen. Das ist quasi der Frame, in dem nachher auch meine Schrift zu sehen sein wird. Die habe ich mir auch schon festgelegt. Ihr werdet überrascht sein, welche Schriftart ich diesmal verwendet habe. Was ich als nächstes machen möchte, ist euch zu zeigen, wie ich das Feuer in die Szene reinbringe. Und zwar zurück zu meinem Sketch. Da ist er. Habe ich hier schon eine Ebene, die heißt Feuer. Da gehe ich jetzt drauf. Und hier drüben sind meine Farbswatches. Bin ich schon wieder Scheidelkern? Ich muss mich ein bisschen zurückgehen. Ich wähle mir mein schönes Rot aus, gehe hier rüber auf mein Pen-Tool und gehe schon mal rein. Ich weiß gar nicht, nein, das kann ich noch nicht einstellen. Ich mache erstmal einen Strich. Und zwar ziehe ich hier einfach meinen Sketch nach. Und ihr seht, wie schön. Ich habe das so ein bisschen auf Smooth stellen. Kann ich hier einfach so mein Feuer einzeichnen. Und weil meine Auflösung von meinem Dokument relativ hoch ist, muss ich die Stroke Width, also die Strichbreite, ein bisschen hochschrauben. Ich mache das mal hier so an dem Regler auf 5 Punkte. Das sieht ganz gut aus. Da ist ein Knick im Feuer. Den mache ich noch weg. Einfach löschen. So. Der hat auch gerade eine Füllfarbe, mein Feuerflamme. Die möchte ich gar nicht. Also löse ich die mal. So, und was ich auch möchte, ist die Ecken, die Kanten von meinem Strich, die sollen schön rund sein. Also so. Und die Ecken rund, die Enden rund. Und so sieht das alles schön smooth aus. So, jetzt mache ich dann hier noch die andere Seite. So, ziehe ich da einfach die Kamera. Zack.
So. So, so, so. Und das Feuer knistert natürlich hier neben dem Hochhaus. Es ist alles heiß. Und ich möchte hier so ein bisschen, es ist alles, ihr seht das schon, so ein bisschen Line Art, es ist reduziert und ein bisschen ikonografisch auch. Und ich mache mir jetzt hier mal einen einzelnen Strich. Wo ist denn mein Lupsi? Der ist hier oben. Ziehe ich mir mal runter, mache mir einen Strich, ziehe den, dupliziere mir den und dann drehe ich einfach einmal, während ich den Lupsi gedrückt halte, um 270 Grad, mache mir daraus eine Gruppe, drehe das nochmal. Und eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, wenn ich das hier skaliere, seht ihr, dass die Strichbreite von meinem Pfad sich mit skaliert. Das möchte ich aber in dem Fall nicht. Ich möchte, dass alles in meiner Komposition schön 5 Punkt Strichstärke hat. Also gehe ich hier erstmal einen Schritt zurück, mache das rückgängig, gehe hier oben in meine Einstellungen und sage dann App Settings, Scale, Strokes and Effects aus. Das heißt, wenn ich jetzt mein Kreuzchen hier kleiner mache, seht ihr, dass sich die Strichstärke nicht verändert. Das ist total wichtig. Manchmal will man das, manchmal nicht. Es ist auch gut zugänglich. Einfach nur den kleinen Button drücken. So. Und während ich hier mein Nupsi gedrückt halte, nehme ich hier einfach das Transformieren-Werkzeug und ziehe mir das hier einfach. Wichtig, hier wieder den Nupsi zweimal ziehen. Nicht nur drücken, sondern drücken und ziehen, damit er so schön rot-weiß wird. Rüberziehen und dann kann ich mir den hier überall um mein Feuer legen. Genau so. So. Das ganze Ding gruppiere ich mir jetzt, dann kopiere ich mir das und dann gehe ich hier rüber und habe diese lustigen wie nennt sich das im Deutschen? Das Ausrichtenfenster. Da ist hier unten auch Distribute, das heißt verteilen, und Flip, das heißt, ihr könnt es einfach flippen. Horizontal, vertikal, ich flippe das jetzt mal vertikal, den ersten Button und schiebe mir das hier rüber. Dabei halte ich wieder meinen Nupsi gedrückt, damit es schön horizontal verschiebt. Und jetzt seht ihr schon, habe ich hier links und rechts schön so zwei Ornamente von meinem Feuer. Easy. Kurz in den Chat geguckt. Andrea sagt, den Film finde ich klasse, sehr gut. Ah, ich war gestern auch beim Zahnarzt. Was? Wie geil die Idee. Freut mich, dass es euch gefällt. Welcome back, Andrea, genau. Sehr beeindruckend. Helmut von Schiedens wurde gezeigt, wie man einen Film neu schreibt. Ja, gestern war super. Gestern war der Thomas, Robert Ranitzky mit dem Stefan hier. Das war ein super, super Stream. Könnt ihr euch unbedingt das Bild nochmal anschauen. Wenn ihr euch für Filme interessiert, ist das, glaube ich, genau das Richtige für euch. Gut, sagt gestern unterhaltsam, empfehlenswert auch für jeden Moviefreak, genau. Und Thoralf sagt, und an den Nupsi ziehen. Genau, so sieht's aus. Next Step. Hier habe ich ja mein Hemd. Schauen wir mal in meine Liste. Ich mache das Feuer hier mal zu. Dann habe ich hier oben meinen Helikopter. Der spielt natürlich eine Riesenrolle in dem Film. Ich ziehe mir den jetzt einfach mal hier so ein Kästchen auf und der soll eine andere Farbe haben. Ich gehe erstmal mit dem Blau. Und dann gehe ich hier in mein Punktauswahlwerkzeug, nehme mir nur diese eine Kante und ziehe mir die hier so ein bisschen rund, damit das aussieht wie das Cockpit von so einem Helikopter. Und ich habe das natürlich, den Heli habe ich hier so ein bisschen gedreht auf meinem Sketch. Ich baue den jetzt aber erstmal gerade. Ist viel einfacher. Und dann ziehe ich mir hier noch ein Rechteck auf. Alles ganz einfach aus geometrischen Figuren. Und lösche mir diesen einen Punkt. Und dann habe ich hier hinten auch dieses dreieckige, das Ende von dem Heli. So, kommt hier oben noch der Rotor. So. Ihr seht auch alles 5 Punkt. Das hat er direkt übernommen. Und jetzt noch die Rotorblätter. Ungefähr so. Und dann ziehe ich mir nur die oberen Ecken rund, dass es so aussieht. Und zack, wird dann Heli draus. Noch ein bisschen gerade ziehen, genau hier. Und natürlich darf ein Fenster nicht fehlen. Und dann mache ich ganz einfach, nehme ich mir hier das Cockpit, was ich mir schon gebaut habe, kopiere das. Ziehe mir das hier mit dem lustigen Werkzeug nach vorne, Stacking Order ändern. Jetzt ist es ganz oben in meiner Ebene und jetzt gehe ich rüber, wähle die beiden aus und mache daraus eine Clipping Mask. Und jetzt seht ihr, ist mein Fenster hier auch angepasst an den Heli. So, hinten fehlt dann noch der, wie nennt sich das? Das ist auch ein Rotor. So. Kopiert. Und gedreht, Nupsi drücken und so seht ihr schon, wird da ein Schuh draus. So, jetzt habe ich hier unten noch die Kufen von dem Helikopter. Die würde ich mir jetzt einfach mal zack, 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 da
da so hinschmeißen. Wichtig ist, dass die, dass die Punkte alle, mal wieder der falsche Knopf, die sollen untereinander ausgerichtet werden. So, und die beiden, die müssen horizontal ausgerichtet werden. So, und dann nehme ich mir wieder die beiden Punkte, drehe das rund und fertig. Dann trägt der hier noch ein Geschenk. So. Den kopiere ich mir jetzt erstmal. Fertig, das ist mein Heli. Und jetzt baue ich mir noch das Geschenk drunter. Ihr seht, wie schnell und einfach ihr da einfach coole Icons mitmachen könnt. Dafür ist es wirklich gut. So. Kopiert, runtergezogen, bisschen schmaler machen. Ihr seht, wie der Nupsi da immer wieder hilft. Kopieren. Und wenn ich den hier gedrückt halte und kleiner mache, dann seht ihr, dass sich das proportional verzerrt. So. Jetzt bräuchte ich noch zwei Schleifen und ich glaube, das könnte ein bisschen länger sein. Ja. Und so, die ziehe ich mir, die male ich mir einfach rein. Kein Hexenwerk. Könnte ich natürlich auch einfach mit einem Dreieck machen. Es gibt ja die Dreieckform in Illustrator. Vielleicht mache ich die andere Seite einfach mal, dann ziehe ich mir hier ein Dreieck rein. Ja. Dreh mir das ein Stück. So. Und dann nehme ich mir nur den oberen Punkt, mache den rund, schmeiß das andere weg und mache mir da meine Schleife drauf. So. Kopieren. Und kopieren. Ups, das war Sperren. Das war löschen. Kopieren und skalieren. Und dann hängt das Geschenk am Heli. So. Das kopiere ich mir jetzt mal komplett. Zieh mir den hier rüber. Und da seht ihr schon, der passt hier genau rein. So. Der Steffen fragt, mit welchem Programm arbeitet sie da? Das ist Illustrator auf dem iPad. Ganz neu, erst seit einem Monat ungefähr draußen. Ganz frisch. Und die Andrea sagt, das kann sie richtig gut. Oh, dankeschön. Via Lucia. Hallo, Rufus. Rufus ist im Chat. Bitte, Chan muss unbedingt nochmal dieses Jahr hier sein. Das wäre cool. Wir haben ja auch was Großes geplant für Weihnachten und überhaupt den ganzen winterlichen Monat. Morgen gibt es, beziehungsweise heute um 13 Uhr, gibt es einen coolen Stream im UK, wo die Sophia und die Emma unsere Adobe Festive Challenge für den Dezember vorstellen, also auf gar keinen Fall verpassen. Den gibt es übrigens auch im Deutschen, und zwar am Donnerstag. Und dann geht es darum, wie wir gemeinsam durch den Winter kommen. So, Heli ist fertig. Dann schauen wir uns mal den Hintergrund an. Da oben ist mein Heli. Und was ich jetzt auch gerne haben möchte, ist der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl spielt ja auch eine wichtige Rolle. Da kriecht John McClane die ganze Zeit drin rum in dem Film. Ja, den machen wir aber auch in diesem Türkis. Ja, easy. Ganz einfache symmetrische Form. Ganz einfache Geometrie. Ziehe mir das hier rüber. Ups. Noch ein. So. Vielleicht ein bisschen größer. Dann hat er natürlich auch Türen. Da ziehe ich mir ja einfach einen Strich. Easy peasy. Bisschen höher noch. Alles pixel perfekt hier. Dann zentrieren. Und damit man das noch besser als Fahrstuhl erkennt, mache ich hier oben diese Stockwerkanzeige. Noch ganz einfach. So. Und der hängt natürlich an zwei Drahtseilen, genau wie die Nerven von John McClane. Da, wir haben alles im Griff. Pünktchen runterziehen, schön gerade. Na, jetzt. Manchmal denkt man, man drückt den Nupsi, hat den aber gar nicht gedrückt. Kopieren und zentral ausrichten. Und den hier auch. Zack. Fahrstuhl, fertig.
Funktioniert Illustrator und Fresco eigentlich auch auf älteren, kleineren iPads vernünftig oder auf Android-Tablets? Ich finde die Preise für die aktuellen iPad Pros einfach nur heftig. Das kann dir bestimmt der Tim beantworten. Da ist auch schon, Tim ist so schnell wie ein Wirbelwind, hat einen Link für dich. Also wie gesagt, auch das würde mich auch brennend interessieren. Ich überlege auch mir eins zu holen, will aber auch nicht verarmen dabei, ganz klar. Tim sagt, hier ist eine Liste für Fresco, super. Ah, die Melanie ist da. Hallo Melanie. Und die Katrin sagt, hallo Julia, warum bist du eigentlich nicht bei Instagram? Hast du vielleicht schon mal erzählt, sorry. Da bin ich vor, ich glaube, ich habe im Februar mein einjähriges, ich habe Instagram verlassen, Anniversary. Ich bin da auch mega stolz drauf. Hat mir persönlich überhaupt nicht gut getan, da so viel Zeit zu verbringen. Ist natürlich für jeden persönlich die eigene Entscheidung. Ich bin gar kein Freund von Social Media und bin damit auch bisher ganz gut gefahren. Fühlt sich immer noch gut an und ich werde das, glaube ich, auch feiern. Scheitelcam, sorry. So, was haben wir noch? Der Schein. Und zwar habe ich hier oben schon einen Weihnachtsbaum auf dieses Hochhaus gebaut. Und ich möchte jetzt, dass der Weihnachtsbaum so schön festlich einen winterlichen, fröhlichen Lichtschein, das ist keine Explosion, das ist ein winterlicher Schein, ein Heiligenschein, vielleicht der von John McClane. Den baue ich mir jetzt da rein. Und zwar easy peasy, nehme ich mir hier einfach mein Weiß und ziehe mir eine Linie. Can't edit. Im richtigen Layer ziehen wir eine Linie, noch eine Linie, ups, wie schief. Halt, reingezoomt, halt, noch eine Linie und hier oben noch eine Linie. Heute ist der Wurm drin. So. Und die bringe ich jetzt alle in eine Linie mit dem Align-Tool, so. Gruppiere mir die, zack. Hol mir die hier genau in die Mitte von dem Weihnachtsbaum und dann gehe ich hier rüber, ausgewählt habe ich die, gehe auf mein Radial Repeat und jetzt seht ihr, pa, zack, sieht schon sehr gut aus. Noch ein bisschen mehr Striche und dann kann ich hier in meinem Radial Repeat, da sind diese beiden kleinen Anfasser, da kann ich hier sagen, ich möchte aber, dass es bloß bis hier geht oder bis hier. Ich würde sagen, so, ups. So, das sieht schön aus. Tada! Vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann nicht schaden. So. Und ihr könnt da auch hinterher immer noch reingehen, wenn ihr der Meinung seid, das könnt ihr noch ein bisschen mehr Abstand vertragen, dann erkennt man das besser, das sieht gut aus. Ist alles live editierbar. So, Helmut sagt, ich habe schon einen Post bei Instagram. Herzlichen Glückwunsch. Und Tim sagt, ich habe doppelt so viel, ja. Andrea sagt, weil Julia gerade mit dem Apple Pencil arbeitet, hat da schon mal jemand von euch das Problem, dass der Pen nicht mehr ging, weil er eine Weile nicht benutzt wurde? Das kann sein, dass der dann einfach keinen Saft mehr hat. Der lädt aber unglaublich schnell. Ich habe das iPad Pro, wo man den hier oben einfach anklippen kann. Und dann seht ihr, hier sagt der Apple Pencil und jetzt lädt er wieder. Vielleicht lag es einfach daran, vielleicht lag es aber auch daran, dass sich über die Zeit dein Nupsi hier vorne abgeschraubt hat. Dann reagiert er auch nicht mehr so richtig und dann ist es gut, wenn man ihn wieder dran schraubt, richtig festmacht. Ruth sagt, ich habe ihn länger nicht benutzt. Ich habe sogar zwei, weil ich noch das extra Ladepad habe. Die üblichen Tricks habe ich schon probiert, von wegen komplett laden, neu starten, Bluetooth aus. Oh, ich hoffe, er ist nicht kaputt. Vielleicht ist es die Spitze, vielleicht ist das was, was du noch nicht probiert hast. Und herzlich willkommen, Helmut. Wir bauen heute Weihnachtsbüchercover. Und im Moment arbeiten wir gerade an Stirb langsam von Charles Dickens. Ich habe hier gerade diesen Heiligenschein über meinen Christbaum gebaut. Und jetzt noch ganz wichtig, möchte ich gerne einen Bluttropfen. Das machen wir am besten auch mit einem schönen Dreieck. Dreiecksform ist eine der Standardgeometrieform auf dem Illustrator iPad. Da könnt ihr einfach reingehen, nehmt euch hier die unteren beiden Pünktchen und dann ist hier wieder dieses Corner-Rundmachen-Werkzeug. Und so easy kriegt ihr einen Bluttropfen. Zack, könnte natürlich auch ein Herz werden, aber nicht in diesem Film. Nüpp. Ein kleines symbolisches Bluttröpfchen auf dem Hemd von John McClane. So, wie sieht's aus? Das war das Blut. Zack, sperren wir das mal. Und jetzt zeige ich euch, was ich schon alles vorbereitet habe, denn wir machen ja heute zwei Cover. Ich habe hier oben, mach mal kurz den Sketch aus, schon ein schönes Ornament für dieses gesamte Cover vorbereitet. Das ist einfach nur ein viereckiger Frame. Und dann habe ich hier oben ein paar Sternchen und einen Mond. Ganz einfache symmetrische, geometrische Formen. Dann habe ich hier oben diesen kleinen, was ist das eigentlich? So eine Art Weihnachtskaktus. Kennt ihr alle das Symbol? Den habe ich hier oben in der Ecke und hier unten rechts. Und dann habe ich mir hier oben das Hemd noch so kleine blaue Ornamente, damit es so ein bisschen festlicher aussieht, angelegt. So,
ganz wichtiges Element, was ich unbedingt drin haben wollte, was ich aber jetzt zeitlich bestimmt nicht schaffen würde, wenn ich das euch alles Schritt für Schritt zeigen würde, sind diese lustigen Weihnachtsornamente. Wer kennt sie nicht? Schöne Christbaumkugeln mit dem Maschinengewehr. Dann habe ich hier auch noch, wie gesagt, ich habe versucht, alle Elemente, die ich mir am Anfang aufgeschrieben habe, unterzubringen. Hier habe ich das Geld. Hier habe ich noch so ein paar Action-Lines. Und vor 4 Wochen, glaube ich, haben wir uns die Schrift, das Schriftpanel im Adobe Illustrator auf dem iPad angeschaut und haben die Schrift, wie heißt sie? Moment. Die Schrift heißt, ich habe endlich Verwendung dafür gefunden. Die Schrift heißt, schauen wir einfach rein. Ist mir entfallen. Mega lustig. Fleischwurst. Der Schnitt heißt, die Schrift heißt Fleisch und der Schnitt heißt Wurst. Und ich habe endlich Verwendung für die Schrift Fleischwurst gefunden. Und hier seht ihr, stirbt langsam, yippie-yay. Jetzt fehlt noch eine einzige Sache. Ich möchte hier unten mein yippie-yay in eine Packung Dynamit packen. Und zwar nehme ich mir hier einfach mein Rechteckwerkzeug, ziehe mir hier so eine lustige Box auf, gebe dir auch wieder 5 Punkte, ganz wichtig, dass das alles einheitlich ist. So, zack. Und dann möchte ich natürlich an meinem Dynamit noch so einen kleinen Strich, dass das hier schon gerade am Zündeln ist. So, wichtig, dass ich immer schön die Punkte überall überschneiden, dass da keine Lücken entstehen. Und dann nehme ich mir hier hinten von meinem Viereck die letzten 2 Punkte, mache die so ein bisschen rund, halt den da hinten wollte ich gar nicht, wollte nur die unteren beiden, so ein bisschen nur abrunden, damit das aussieht wie eine Dynamitstange. Und auch hier mache ich mir, genau wie mit dem Heiligenschein eben, nehme ich mir wieder mein Weiß, ziehe mir hier einen einzelnen Strich auf, so, mache den wieder rund und gehe in mein Ready-Repeat-Tool. Damit kann man so viele coole Sachen machen. Wenn ihr erstmal damit angefangen habt zu spielen, werdet ihr sehen, was damit alles Cooles geht und dann kommen die Ideen von ganz alleine. So, yippie-yay. Was ich auch noch möchte, ist, dass dieser Frame hier so ein Stück weit unterbrochen wird. Und da lege ich mir hier einfach mal ein Viereck an, gebe dem eine Füllfarbe, so, und drehe das Ganze ein Stück, so ungefähr. Könnte noch ein bisschen kleiner werden. Und dann ziehe ich mir das unter mein Dynamit. So, und jetzt sieht das aus, als ob da so ein bisschen Platz ist zwischen den Rändern. So, yippie-yay, Schweinebacke. Die Optik ist mega mit der Fleischwurst. Ich speichere nach jedem Pfad lästig, weil ich schon 2 Stunden gearbeitet habe und wurde nicht gespeichert. Ja, und Baby sagt, Schweinebacke, yippie-yay, so sieht's aus. Julia sagt, und Katrin sagt, ich bin der Illustrator-Terminator, aber heute geht es gar nicht um den Terminator, heute geht es nur um John McClane. Und ich habe das, wie gesagt, alles schon mal vorbereitet. Das ist das fertige Cover. Ich habe hier links und rechts noch so coole Action-Lines eingebaut und habe euch das Ganze mal in ein Mockup geschoben. So würde es aussehen, wenn Charles Dickens Stirb langsam geschrieben hätte. Ich würde sagen, das ist das, was wir heute Abend alle lesen werden. So, nächstes Cover. Und zwar, wer kennt es nicht? Eines der beliebtesten Märchen zur Weihnachtszeit in Deutschland. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel von Stephen King. Einer der berühmtesten Thriller. Lässt einen immer das Blut gefrieren. Ich habe hier schon mal was Cooles vorbereitet. Und zwar ist hier mein Sketch. Ich habe mir auch da wieder den Trailer angeschaut. Ist natürlich wieder ein ganz anderes Metier. Ich mache auch einen anderen Stil, andere Farben. Es wird also ganz anders aussehen. Und was habe ich mir aufgeschrieben? 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Haselnüsse, Tauben, Krone, Wald, Tannenbäume, Schnee, Besen. Besen habe ich am Ende nicht gemacht. Den Schuh, eine Armbrust, ein Pfeil. Das sind all die wichtigen Elemente, die ich in dem Trailer so zusammenfassen konnte, an die ich mich auch erinnern kann. Und hier ist mein Sketch. Es wird so ein bisschen geometrisch aufgebaut, wie diese coolen Füller früher so aussahen. Und da habe ich mir schon mal einen Hintergrund angelegt. Das wird ein schönes Blau. Und dann habe ich mir hier so ein, Moment, ich habe mir Hilfslinien angelegt. Hier seht ihr die. Ich habe mir also ein Grid angelegt. Das war ganz einfach. Ich habe mir einfach nur Linien gezogen. Und wenn ihr eine Linie gezogen habt, könnt ihr hier rüber gehen in das Objektmenü und könnt sagen Convert to Guide. Und dann verändert sich der Pfad in eine Hilfslinie. Das könnt ihr mit allen möglichen Pfaden machen. Ihr könnt auch Kreise nehmen
oder Vierecke, wie euch das passt, wie ihr es am besten braucht. Das hier ist meins, sind also 3x4 Quadrate und ich habe mir hier so eine lustige Geometrie angelegt. So, das sind, Moment, ich muss meinen Sketch mal höher packen, damit ich den immer noch sehen kann. Nach ganz oben. Sperren. Und zwar sind das ganz normale geometrische Formen. Ich habe hier Dreiecke, ich habe so Halbkreise, komplette Quadrate und dann habe ich mir hier einfach schon, ihr seht, meine Color Swatches angelegt. Das heißt, ich weiß schon genau, in welchem Farbraum ich mich bewegen möchte. Und gut sagt die Eule, das Pferd, der rosa Umhang. Ich kann sogar jegliche Melodie des Films auf den richtigen Ton mitsummen. Ich bin schwer begeistert. Und Tanja sagt auch, ja, das schaue ich mir jedes Jahr wieder an. Sehr cool. Und der Teamster ist da. Hi, hi Teamster. Cool, dass du da bist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und zwar mit der Taube. Und ich habe die Taube, die ja ein super wichtiges Element bei Aschenbrödel ist, ganz unten groß, quasi, naja, ich würde nicht sagen in den Mittelpunkt, aber sie ist ein wichtiges Element, habe ich sie mir hier reingepackt. Hier ist die Ebene, heißt Taube. Und ich fange jetzt einfach mal an und zwar nehme ich mir diesmal das, wie heißt es denn, das Pen-Tool. Nee, der Pen-Tool ist ja der Stift. Was ist denn das Farbwerkzeug? Heißt das Farbwerkzeug? Also ihr wisst, nicht der Stift, sondern die Feder. Die nehme ich mir jetzt. Und jetzt fange ich einfach mal an, hier zu zeichnen. Nehme mir hier den Kopf. Und ihr seht schon, da hat er jetzt schon zu meiner Hilfslinie gesnappt. Ganz einfach. Und jetzt mache ich mir hier einfach den Pfad zu. Zack. Und ihr seht, dieser lustige Punkt hier, der hat jetzt diese zwei Hilfslinien, diese zwei Ankerlinien. Und wenn ich meinen Nupsi drücke, kann ich den kaputt machen. Hat gar nicht zu meiner Hilfslinie gesnappt. So, jetzt aber. Da. Zack. Und den Kopf hier noch auf die richtige Höhe bringen. Ich mache den Sketch mal ein bisschen transparent. Nehme mir die Opacity runter. So, das hilft mir schon ein bisschen weiter. Zurück zur Taube. So, ich möchte nicht, dass das eine Outline hat. Die soll einfach nur weiß sein, die Taube. Ganz wichtig. Und hier kommt der Körper. Den mache ich extra. Und den ziehe ich mir von hier nach hier oben, meine Hilfslinie. Hier runter. Und schließe den Pfad. So. Jetzt habe ich hier hinten wieder diesen langen Ankerpunkt. Ziehe mir den runter, indem ich den Nupsi halte. Und schaue, dass das hier alles aligned. So. Pixel perfect. Pixel perfect. Und jetzt mache ich mir den Flügel, der auf der Rückseite der Taube ist. Und damit man den immer noch unterscheiden kann vom Körper der Taube, mache ich den ein bisschen dunkler. Da habe ich mir hier so ein hellgrau genommen und den ziehe ich mir hier einfach mal hin, so, zack, mach den zu, den sieht man nachher nicht, dass das hier nicht fertig ist, das wird im Hintergrund liegen, das verschiebe ich gleich, kann ich euch gleich machen, denn es gibt hier diesen lustigen Shortcut, dieses Verschieben-Werkzeug und damit seht ihr, ich mache das mal rückgängig, damit ihr es auch auf der Ebene sehen könnt. Im Moment liegt der Pfad hier oben in meiner Ebene ganz oben und wenn ich hier anfange zu ziehen, dann bewegt er den nachher nach unten. Super. So, rund machen. Und hier auch wieder den Nupsi halten. So. Das ist der Flügel auf der Rückseite. Mal kurz den Sketch ausblenden. So sieht es im Moment aus. Ganz, ganz minimalistisch. Einfach nur eine Taube. Und dann möchte ich natürlich, dass die auch noch einen Schnabel hat. Dann nehme ich mir hier einfach ein Rechteck. So, drehe das ein Stück. So, mach den orange und sehe zu, dass der hier, ich brauche meinen Sketch, dass der hier genau auf der Linie ist von meinem Schnabel, den ich eingezeichnet habe. Dann nehme ich mir den Kopf, wo ist er? Da, Pfad. Dupliziere mir den, hol mir den in den Vordergrund, wähle die beiden Elemente aus und gehe hier rüber auf Objekt und sage Make Clipping Mask. Und jetzt habe ich auch schon direkt den Schnabel drin. Den könnte man sich natürlich jetzt auch alle die lustigen Ebenen benennen. Ich mache das auch größtenteils, damit ihr euch auch durchfindet und damit ich mich hier durchfinde. Aber so in den Ebenen selbst selten, kommt natürlich ein bisschen auf die Komplexität an. Ja? So, hier brauchen wir einen schönen, das machen wir schwarz. Schwarz habe ich hier gar nicht mit in meiner Swatch-Liste drin, aber das macht natürlich nichts. Hier wieder zu 5 Punkt. Da. Könnte sogar ein bisschen mehr sein, oder? Und wenn ihr mal das Problem habt, manchmal ist Illustrator noch ein bisschen glitschig, wenn ihr mal das Problem habt, dass ihr einen Pfad nicht auswählen könnt, geht einfach hier rüber in die Ebenen und dann könnt ihr den da auswählen. Das geht immer, habe ich bis jetzt so gemerkt.
ein bisschen mehr Schmackes. Ja. Kopieren, drehen, Nupsi gedrückt halten, damit es schön 270 Grad sind. Das Ganze gruppieren und drehen. So. Die Taube schläft nur. So. Und hier drüben möchte ich noch ein paar Linien einzeichnen, damit es aussieht, als würden hier die Federn drin sein. So halte ich mir den Nupsi, ziehe mir die einfach runter. Ja. Und ich finde, die könnten eigentlich ein bisschen dünner sein. Ja, 16, vielleicht so 4, 5, 6. Whatever. Da, die machen wir dunkelgrau. Und hier dasselbe Spiel. Wir nehmen uns den Flügel, den Vordergrundflügel, kopieren den, ziehen den ganz nach vorne. Und die drei Striche, die ich gerade gezogen habe, die gruppiere ich mir jetzt. So. Nehmen wir dann den Pfad und sag Clipping Mask. Und es wird immer, Clipping Mask ist immer das, was oben liegt. Das heißt, wenn ihr was kopieren wollt, Clipping Mask muss immer oben liegen und die maskiert dann das Element, was drunter liegt. Das ist eine Daumenregel. So. Ich könnte hier noch ein bisschen variieren. Ne? Und dasselbe möchte ich eigentlich da machen. Und dazu gehe ich hier einfach, also ich möchte diese Linien, die ich gezogen habe, auch auf der Hintergrund, auf dem Hintergrundflügel. Und dann gehe ich hier einfach in meine Clipping Group rein. Da ist immer noch, sind immer noch drei Linien, die kann ich auswählen. Kann ich hier auf Kopieren gehen, bei Edit, gehe zurück auf meine Ebene und sage Paste. So, und jetzt sind die immer noch, also ich habe nur die Striche kopiert, sind die hier unmaskiert, einfach nur, ja, da. So, selbes Szenario, Flügel kopieren, ganz nach vorne bringen, auswählen, maskieren. Ihr seht, wie schnell das geht. So, mal kurz den Sketch ausgeblendet, gucken, was ich hier angestellt habe. Wie sieht denn aus? Da ist meine Taube. Und was können wir noch machen? Kann ich mir jetzt erstmal sperren. Und da habe ich ja gesagt, Bäume sind ganz wichtig. Das Ganze spielt ja größtenteils im Wald, wie es ein richtiger Thriller halt auch verdient. Easy peasy, wir nehmen einfach nur Dreiecke. Zack. Das wird der symbolische Wald. Alles hier hat Symbolcharakter. Und den machen wir hellblau. Ziehe ich ihn hier rüber, Nupsi gedrückt halten, damit der das kopiert. Ja. Nochmal. Zack. So. So schnell kann man einen Wald bauen. Mehr brauche ich gar nicht. So. Und dann möchte ich noch eine Krone. Der Prinz hat ja die Krone und es geht ja hier auch so ein bisschen um Macht und so weiter. Das heißt, brauche eine Krone. Und das mache ich ganz einfach wieder symmetrisch. Hier mein Kronenlayer, ziehen wir hier drei Kreise aus. Ja. Kopieren. Kopieren. Ich habe mir die Krone von dem Prinzen sogar angeguckt. Die sieht genauso aus. Kopieren wir die. Erstmal die unteren beiden. Zack. Dann zentriere ich mir das, damit das schön symmetrisch ist. So. Und kopiere mir auch das. Sehe ich das ein bisschen kleiner? Dann brauche ich. Wo ist denn mein Sketch da? Naja, der Sketch hilft mir bei der Krone nicht wirklich. So. Der hat nur Symbolcharakter. Ich habe das aber noch im Kopf, wie das aussah. Kopiere mir auch das Element, zack. Und jetzt könnte ich mit einem Repeat-Grid arbeiten. Das möchte ich aber nicht. Das ist mir im Moment fast ein bisschen zu viel Aufwand. Das hier geht schneller. Ich ziehe mir das einfach nach links. Nochmal. So. Und ihr seht, die Hilfslinien helfen mir immer dabei, den richtigen Abstand zu finden. So. Und dann wird das hier unten festgehalten von dem Kranz. Und das Letzte, was ich machen möchte, ist mir das Element hier ganz nach links zu ziehen und das so ein bisschen zu verzerren, damit es aussieht, als würde es am Ende rund werden. Ganz einfach. So. Millimeterarbeit. Das hier auch noch. Rüber. So. Und zurück an seine Stelle. Bin ich noch. So. So sieht das jetzt aus. Könnte eigentlich noch ein Stück nach links oder nach rechts. Dann. Und wenn ich jetzt merke, dass mir das eigentlich so gar nicht gefällt, dass mir der Abstand nicht gefällt, gehe ich hier einfach rein, ziehe das noch ein Stück und dann nehme ich mir all die Elemente und gehe hier auf Distribute. Und jetzt ordnet er die für mich alle neu an. Und ich muss damit nicht mit rumfummeln und gucken, dass ich die Abstände nochmal alle richtig habe. Das macht Illustrator für mich automatisch.
So, die gefällt mir. Gruppieren. Dann mache ich mir die ein bisschen kleiner. Ihr seht, weil ich das immer noch anhabe, dass die Strichstärke und alles mitskaliert, beziehungsweise nicht mitskaliert, bleibt ja eigentlich auch alles so, wie es sein soll. So, nächstes Element. Ich habe hier im Hintergrund so lustige Pattern mir angelegt. Und zwar gehe ich da einfach rein, hole mir einen Kreis. Der sollte keine Füllfarbe haben, sondern nur eine Kontur. Und ziehe mir hier auf der Ecke einfach einen Kreis auf. Moment, richtige Ebene auswählen. So. Zack, das ist der erste. Der ist noch ein bisschen mager. Dann geben wir mal 5 Punkte. Oder ein bisschen mehr. So. Jetzt wähle ich mir den aus, halte meinen Lupsi gedrückt. Ups, Moment. Den dupliziere ich mir erstmal. So, jetzt halte ich meinen Lupsi gedrückt und kann hier die Größe verändern. Und weil ich den gedrückt halte und ziehe, skaliert er mir das proportional aus der Mitte heraus. So, nochmal. Ziehen. Und anhand meines großartigen Sketches kann ich genau sehen, wie die Abstände sein müssen. Das ist Millimeter genau. Halt, den muss ich mir erst duplizieren. So. So. Jetzt ist er natürlich hier über mein Rechteck hinaus. Ich möchte ja, dass das Muster nur in diesem Rechteck zu sehen sein soll. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann. Erstmal gruppiere ich mir hier meine Kreise. Das wird eine Gruppe. Jetzt könnte ich das einfach maskieren. Das heißt, ich gehe hier rein. Oh, ich zeige euch das andere zuerst. Das würde bedeuten, dass ich mir das Viereck, wo ist es denn? Ich brauche dieses Viereck. Ist es das? Nein, das? Nein, das? Das? Da ist es. Kopieren. Und schneide ich mir aus. Ja, wieder meine Ebene, immer alles schön sauber hinterlassen und paste das hier wieder rein. So, jetzt habe ich das Viereck. Jetzt kann ich diese beiden Objekte auswählen und kann hier rüber in mein Shape Builder Tool gehen und gehe auf, genau hier oben ist es, Shape Builder. Und jetzt, seht ihr, kann ich einfach anfangen, ich hoffe es klappt, das ist jetzt der Vorführeffekt, kann ich einfach anfangen, diese ganzen Elemente hier zu löschen. Und wenn ich jetzt das Viereck hier auch wegnehme, das war quasi meine Schnittmaske. Es sind nur noch diese vier Kurven da, die innerhalb des Vierecks zu sehen sind. Ja. Und ihr habt also gesehen, das Viereck ist quasi selbst wie eine Schnittvorlage. Und mit eurem Stift, wie im Illustrator auf dem Desktop auch, könnt ihr einfach sagen, das soll weg. Dann könnt ihr dann ziehen. Das geht hier, glaube ich, auch. Ich probiere es nochmal. 1, 2, 3. Hier kann ich hier einfach ziehen. Shape Builder. So. Ah, da macht er mir was anderes draus. Mal gucken. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Mal gucken, was er mir daraus macht. Aber auch das hat im Grunde funktioniert. Aber da habe ich jetzt hier diesen komischen Rand. Also müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Manchmal verhält es sich ein bisschen komisch. Ich glaube, die Variante, die ich am Anfang gemacht habe, die ist ganz gut. Dann nehmt ihr euch einfach die beiden Objekte und indem ihr klickt, könnt ihr einfach die Linien löschen. So, das kann raus. Schauen wir mal. Aus dem unteren Kreis hat er mir jetzt hier so eine Art Kuchenstück gemacht. Das möchte ich eigentlich nicht. Darum kann ich hier rübergehen in mein Punktauswahlwerkzeug und kann hier auf die Schere klicken. Und Illustrator wird mir jetzt überall, wo ein Punkt ist, einfach alles auseinanderbrechen. Schneiden quasi. Ja, und jetzt seht ihr, der Pfad ist extra, den kann ich jetzt löschen. Der Pfad ist extra, den kann ich löschen. Und was übrig bleibt, ist einfach nur die Kurve. So. Dann gibt es noch die letzte Möglichkeit. Ihr nehmt einfach alle Kreise und maskiert die einfach mit dem Rechteck. Das hat den Vorteil, dass ihr die Kreise immer noch skalieren könnt. Das ist der Vorteil. Ihr könnt skalieren. Weil im Moment sind es eben nur noch Pfade für mich. Hier kann ich jetzt nichts mehr groß machen. Wenn es aber eine Schnittmaske wäre, könnte ich hier immer noch die kleiner, größer machen, verzerren, andere Dinge in die Schnittmaske reinbringen. Also ihr müsst mal gucken, was so ein bisschen zu eurem Workflow passt, was ihr noch machen wollt. Für mich war ziemlich klar, dass wir hier Kurven in der Ecke, darum habe ich mir die jetzt hier quasi aufs Leib geschneidert. So,
Das andere Pattern, was ich noch machen möchte, liegt hier unten. Da nehme ich mir hier einfach einen Strich. Der sollte eigentlich gerade sein. Nochmal, Strich. So, dann drehe ich mir den Stücki rüber und kopiere mir den. Ne, den kopiere ich jetzt nicht. Jetzt bin ich faul. Jetzt gehe ich rüber in meinen Repeat und sage Tritt. Und hier seht ihr es jetzt. Das hat mir ein Grid erstellt. Und ich kann hier oben mit den Anfassern sagen, wo sich das wiederholen soll. So. Und ich möchte viele schöne Striche haben. Darum ziehe ich diesen einen mal nach links. Und jetzt seht ihr, das ist mir viel zu breit. Darum kann ich das hier verkürzen. Und das ist auch viel zu hoch. Das brauche ich auch nicht. So. Und die Enden, das ist nicht so wichtig. Für mich ist im Moment nur wichtig die Farbe und der Abstand. Und ich glaube, ich mache den dunkler. Das funktioniert nicht. Aber so viel. Oder so. Mal gucken. Das Coole daran ist, dass es ein Live-Objekt ist und ihr könnt das alles immer noch verändern. So, bis hierhin kann ich es jetzt verkürzen. Dann gehen mir meine Striche flöten. Das möchte ich nicht. So, das brauche ich. Und ich könnte jetzt einfach reingehen und das, wie ich das eben gemacht habe, könnte sagen Expand. Dann ändert der mir das um. Dann sind es plötzlich bloß noch Linien. Das ist kein Live-Objekt mehr. Und dann könntet ihr das wieder, wie ich das eben gemacht habe, mit einer Schnittmaske einfach alles abschneiden. Das ist vielleicht ein bisschen nervig, weil ihr echt jeden Strich treffen müsst. Das könnte vielleicht ein bisschen anstrengend sein. Ansonsten würde ich das einfach so machen, dass ich hier wieder in meine Geometrie reingehe, wo meine ganzen coolen Objekte sind. Und ich nehme mir dieses lustige Viereck, sage hier Kopie, mache das wieder zu, gehe auf mein Pattern und sage Paste. Da ist es. Sieht man jetzt schlecht, weil es dieselbe Farbe hat, aber es ist da. Und ich wähle mir die beiden jetzt aus, mein Repeat Grid und mein Rectangle und sage einfach eine Clipping Mask. Und so einfach geht das. Das ist jetzt im Gegensatz zu dem Kreis da oben immer noch ein Live-Objekt. Das heißt, ich könnte hier mich reinklickern. Das ist so ein bisschen wie ein Illustrator auf dem Desktop. Ihr klickt euch rein in die verschiedenen, diesen Ebenenmodus. Tim, Hilfe. Was ist denn das Wort dafür? Habt diesen Isolationsmodus. Das ist es. Ich hab selbst drauf gekommen. Hier liegt noch ein Pfad, den ich gar nicht will. Das ist ein Phantompfad, glaube ich. Manchmal, Illustrator auf dem iPad hat manchmal so Momente, wo es gerne Dinge behält, die ich eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Und die sind zwar noch hier, aber eigentlich auch nicht. Und wenn ich das jetzt speichern würde, kurz rausgehe in mein Hauptmenü und wieder zurückgehe, ist es hoffentlich weg. Manchmal hat es immer noch so Kinderkrankheiten. Oder es ist, wollte ich auch gerade sagen, sagt der Tim. Also wie gesagt, das ist ein bisschen wie der Isolationsmodus. Ich kann hier auf das Objekt klicken. Jetzt habe ich im Grunde das Objekt, wie es maskiert ist, Doppelklick. Habe ich jetzt dieses Repeat Grid. Hier kann ich immer noch dran rumfummeln. Es ist alles live, alles noch editierbar. Ziemlich coole Sache. So, das ist mein Pattern. Was möchte ich noch machen? Ich möchte natürlich auch die Haselnüsse. Die sind ja ein super wichtiges Objekt in der ganzen Geschichte. Dann gehe ich da jetzt rein, mache mir eine neue Ebene und sage Kreis. Ich möchte diesen Kreis. Und ihr seht, so, der Farbe. Ich muss das natürlich nur einmal bauen. Das ist alles geometrisch hier in meinem Design. Das heißt, ich brauche nur eine Haselnuss, die werde ich mir kopieren. Und eine Haselnuss, die ist ja unten so ein bisschen spitz. Das heißt, ich nehme den untersten Punkt von meinem Kreis und sage Kurve löschen. Und fertig ist die Haselnuss. Ja, so. Was ich auch noch möchte ist, jetzt kommt Trick 17. Ich zeige euch, wie man eine Welle macht. Und zwar möchte ich am unteren Ende von meiner Haselnuss so eine schöne Welle haben, damit es so aussieht wie diese helle Unterseite von der Nuss. So, und dann gehe ich jetzt einfach mal hier auf meine, ihr wisst schon, die Feder. Zack, zack, zack. So. Und Trick 17, die oberen Punkte hole ich mir jetzt alle auf eine Höhe, die unteren Punkte hole ich mir auch alle auf eine Höhe, dann nehme ich mir alle Punkte und sage gleichmäßig verteilen, zack, so, jetzt wo ich die ausgewählt habe, kann ich hier reingehen und sagen, ich möchte das aber alles rund haben, so einfach macht ihr eine Welle, jetzt könnt ihr hier noch dran ziehen, das verändern, so wie ihr das gerne braucht. Und was ich jetzt noch mache, ist das Ganze zu schließen, ich brauche das nämlich als Form, und zwar als dunkle Form. Und dann schiebe ich mir das hier hin. Das sollte zentral sein. So. Und dann hole ich mir meine
Haselnuss, Kokosnuss hätte ich fast gesagt, meine Haselnuss, kopiere mir die, nehme die nach vorne, suche die beiden aus, sage Clipping Mask, zack, Haselnuss. So. Jetzt hat die natürlich auch oben so eine helle Stelle. Helles Blau. Ja. Selbes Ding, kopieren, Haselnuss nach vorne bringen, beide Objekte auswählen, schnack, und Clipping Mask. Zack, Haselnuss. So schnell geht das. Die gruppiere ich mir jetzt. Das ist eine Haselnuss. Gruppe. Kopiere mir die, drehe die ein Stück. Gehe die dann hier rüber. Ja. Kopiere mir auch die. Und jetzt sage ich Flip. Nehme die auf die andere Seite. So. Und jetzt kann ich wieder sagen, ich hoffe, das klappt. Distribute evenly. Das ist quasi alles ausgerichtet. Kopiere mir auch das. Und das ist jetzt einfach die Mitte. So. Jetzt möchte ich im Hintergrund, weil das hat ja mein Rechteck hat dieselbe Farbe wie diese Oberseite von meiner Haselnuss, möchte ich mir noch ein Haselnussblatt hinlegen. Nehme ich mir einfach das Pen-Tool und ziehe hier einfach mal. Das zeichne ich mir einfach. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Zack. Ja, und das ziehe ich mir genau bis zur Hälfte. Ein bisschen schief, aber es macht überhaupt nichts. Es hat Charme. Die beiden letzten Punkte, die sehe ich, die nehme ich mir jetzt und sehe zu, dass ich die genau übereinander kriege. Das muss, ist wichtig, dass die hier drüben, dass die genau übereinander liegen. So. Und jetzt kopiere ich mir die, gehe hier rüber und sage Flip. Hol mir das hier her. Ein ganz schön breites Blatt. Nehme mir die beiden. Auswählen. Und mach es noch ein bisschen schlanker. Und das kann ein Stückchen rüber. So. Ja. Und jetzt könnte ich das einfach kopieren, dann ist es eine Gruppe. Oder ich gehe hier rüber und sage Combine All und Convert to Path. Jetzt ist es ein einziger Pfad. Zack. Und das hole ich mir jetzt in meinen Hintergrund, gebe dem eine andere Farbe. Welche denn? Ist ein bisschen zu rabiat. Ein rotes Blatt. Mach es diesmal einfach so. Und das Blatt braucht, glaube ich, noch einen Stängel, damit man das besser erkennen kann. Und das ist ganz einfach. Dann nehme ich mir nun ein Rechteck. Zack. So. Bis zur Kante. Das alles nochmal zentral ausrichten. Könnte ich das noch... Da. Ups. Da hängt noch was drüber. So. Nehme mir die Beine, kopiere die, bringe mir die wieder in den Hintergrund. Und fertig ist die Haselnuss. So, was ich auch noch machen möchte, ein ganz, ganz wichtiges Teil, um den Thriller-Aspekt dieses Films hervorzuheben, ist den Pfeil. Man weiß nicht, man kann anhand des Covers noch nicht genau erkennen, was in dem Film passiert, aber es soll ja Hinweise geben. So, und dazu baue ich mir jetzt einen Pfeil. Easy peasy. Wie mache ich denn das? Ich weiß wie. Ich nehme mir einfach ein Rechteck und gebe dem zwei extra Punkte. Die Punkte müssen auch wieder zentral sein, aber horizontal in der Mitte. Vertikal in der Mitte. So, und jetzt ziehe ich mir die einfach nach oben. So. Zack. Das kopiere ich mir, indem ich hier den Nupsi halte, schiebe mir den nach unten und dann nehme ich mir die unteren drei Punkte, schiebe die einfach hoch, so. Und kopiere mir das. So wird ein Pfeil draus. Kopieren, kleiner machen. Ups, bisschen zu klein. So. Dann hat er natürlich einen Stängel, einen Pfeil. Das muss auch zentral sein. Zentrieren. So. Und eine Pfeilspitze. Und dann nehme ich mir einfach einen Dreieck. Pfeil, schnell ein Pfeil gebaut. Kopieren, drehen. So, 90 Grad. Das soll hier auf meinen Titel zeigen. Bisschen kleiner machen. Soll hier ins Quadrat passen. So. Und dann habe ich mir natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet, weil Zeit und so, Zeit ist knapp. Ich habe auch schon einen Schuh. Wichtiger Teil bei Aschenbrödel ist ja der Schuh.
Dann ist natürlich der Titel 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das heißt, ich habe hier oben auch schon so eine richtig prägnante, schöne 3. Und jetzt Quizfrage an euch. Wer kennt die Schrift? 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Wer kennt die Schrift? Der Name der Schrift ist... Benguiat. Einige von euch, die große Netflix-Freunde sind, kennen die Schrift vielleicht aus einer sehr, sehr, sehr berühmten aktuellen Serie. Christine sagt, lass dir Zeit, ich könnte stundenlang zuschauen. Das freut mich. Ich fasse es einfach nicht, wofür sie alles das Ausrichtenwerkzeug benutzt. Ich habe ja wieder eine Fluttipps gelernt. Ah, das freut mich, sehr schön. Ich komme gar nicht so zum Chatten, so gebannt bin ich. Ja, sehr gut, ich freue mich, wenn ihr was lernt. Und Tim sagt, Julia zeichnet schneller als ihr Schatten. Sinnvoller und prägnanter am Lockdown. Wunderbar, wunderbar. Also, hier haben wir 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Wir haben den Schuh. Wir haben, jetzt seht ihr vielleicht auch, warum ich da oben diese Kreise reingebaut habe. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Zielscheibe, ja? Und ich habe den Pfeil, ich habe den Wald, ich habe die Haselnüsse und ich habe die tote Taube, die Krone und, na ganz wichtig, die Armbrust. Die Armbrust darf nicht fehlen. So, fertiges Cover. So schnell kann das gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier nämlich schon mal vorbereitet. Hier ist mein Mockup. So würde das Ganze aussehen, wenn der Thriller gedruckt werden würde. Wer würde von euch was lieber lesen? Stirb langsam von Charles Dickens oder 3 Haselnüsse für Aschenbrödel von Stephen King? Ich habe ja am Anfang noch ein paar Sachen gezeigt. Vielleicht habt ihr Bock, selber ein Cover zu machen. Nehmt euch einfach einen Weihnachts-Winter-Filmtitel, den ihr toll findet, und nehmt euch einen Autor, der sowas garantiert nie geschrieben hätte. Macht ein lustiges Cover dazu, es macht mega Spaß. Verschenkt das vielleicht auch an irgendjemanden oder stellt es euch einfach ins Regal. Ist eine coole Sache. Wir machen mal einen kurzen Replay. Ich zeige euch, was wir in den letzten Wochen im Buchclub gemacht haben. Die erste Runde war der Schrecksenmeister. Das war auch im Illustrator-iPad. Wir haben alles im Illustrator auf dem iPad gemacht. Das war der Schrecksenmeister, da ist der Kessel, da ist der Mond, das Labyrinth, das Labor, die Schmerzenskerzen, das war alles so ein bisschen im Vintage-Stil, es hat mega viel Spaß gemacht. Wer es von euch verpasst hat, zweite Runde war unsere Sci-Fi-Woche, und zwar ging es da um Raumschiff Enterprise und die Folge Trouble mit Tribbles. Da haben wir das Cover für die Enterprise-Crew gemacht, hier ist Kirk, hier ist Spock, da unten ist Pille mit seinem Tribble. Nochmal von vorn geschaut, sah ungefähr so aus, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, da war die Enterprise, hier hinten ist noch der Beamer-Raum. Genau, und heute hatten wir Stirb langsam von Charles Dickens und 3 Haselnüsse für Aschenbrödel von Stephen King. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst euch mich mal kurz gucken, was euch noch erwartet. Und zwar, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, heute um 13 Uhr ist die Adobe Live Festive Challenge. Da begrüßen Sophia Emmerich und die Emma Camilo Hidalgo. Das wird unsere coole Challenge für den Dezember. Es wird aber auch eine deutsche Version davon geben. Das heißt, ihr werdet da nichts verpassen, wenn ihr das heute nicht seht. Es wird auch nochmal in Deutsch für euch geben. Das macht auch die Sophia. Lass mich mal schauen. Tim, genau. Das ist der Freitag. Und ganz witzig, Freitag Winter Challenge, das sind die Sophia und ich. Und danke für das Feedback, Pippi Langstrumpf von Tarantino. Wie geil ist das denn? Sehr coole Idee. Voll witzig. Thoralf sagt, bislang hatte ich den Buchclub verpasst, ist aber eine super Serie. Das freut mich, ist alles auch noch im Replay da. Ihr könnt euch immer noch anschauen. Der Teamster sagt, ich schenke Julia Ernst erneut ein langes F, damit sie mit gebrochener Schrift vernünftig schreiben kann. Dankeschön. Thoralf sagt, das Raumschiff Enterprise Cover gefällt mir richtig gut. Wann lief der Stream? Der war vor 3 Wochen. Letzte Woche ist leider ausgefallen wegen Krankheit. Ach, Tim hat schon wieder die Termine weggemacht. Tim, zeig's mir nochmal. Und zwar geht's hier heute um 13 Uhr weiter mit der Challenge um 13 Uhr auf dem EUK-Stream. Morgen um 11 Uhr geht's weiter mit der Festiv-Fresco-Serie. Da sind Carina Lindmeier und Dani Polen wieder für uns da. Es wird sehr schön. Donnerstag ist, glaube ich, Branding und Graphic Design mit Lisa Hartmann. Und Freitag, wie gesagt, gibt es die Winter Challenge bei uns. Da sind die Sophia und ich wieder da. Und wer von euch Lust hat, nächsten Freitag bin ich und der Toni im UK-Stream und wir machen coole Telegram-Sticker. Das wird das dynamische Duo. Ich hoffe, ihr verpasst das nicht. Helmut sagt, Haschenbrödel, genau. Hat wieder viel Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Wenn ihr auch Lust habt, was Cooles in Adobe Illustrator auf dem iPad zu machen oder ihr habt Bock bekommen, selbst ein Buchcover zu machen, lasst es uns bitte wissen. Wir haben einen deutschen Discord-Server, wo ihr euch da ist der Link vom Tim, vielen Dank, wo ihr euch einloggen könnt. Da könnt ihr euch einen Account erstellen und dann könnt ihr eure Sachen mit uns teilen. Wir schauen da immer gerne rein und wir sind natürlich immer maximal begeistert, wenn etwas, was wir hier machen, euch inspiriert, selbst kreativ zu werden.
Die Christine sagt, ja, danke, war einfach klasse. Deine Streams kann ich immer wieder anschauen. Das freut mich. Ich habe auch Streams, die mich inspirieren, die ich immer wieder gerne schaue. Es freut mich, dass das meine für dich sind. Das bedeutet mir ganz viel. Und der Andrea sagt, das war eine schnelle und extrem spannende Stunde. Vielen Dank. Auch danke an euch, dass ihr zugeschaut habt. Andreas sagt, es hat Riesenspaß gemacht, das freut mich. Ein bisschen was zum Lachen, ein bisschen was zum Inspiriertsein, ein bisschen was zum Kreativwerden und ein bisschen was zum Lernen. Das war mein Überraschungsei für euch heute. Das war vorerst in diesem Jahr der letzte Buchclub. Falls ihr Lust habt, das bald wiederzusehen, dann sagt einfach der Emma Bescheid. Wir hören immer auf eure Wünsche. Und das war es erstmal von mir. Wir sind 5 Minuten früh raus. Ich lasse euch heute früher in den Feierabend von Adobe Live. Ich hoffe, ihr macht was draus. Wie gesagt, kommt auf Discord, zeigt uns eure Sachen, teilt es mit anderen Leuten und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.